herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personentrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema: Macht es Sinn, mit einem Trainingspartner zu trainieren und was für ein Trainingspartner sollte es sein? Also, mein Tipp wäre, wenn du einen Kollegen hast, einen Freund, am besten sogar einen Menschen, mit dem du dich nicht so besonders gut verstehst, der vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist wie du, schon etwas länger trainiert wie du, dann nimm den als Trainingspartner. Warum? Ist er besser wie du? Dann versuchst du natürlich auch, das ist einfach bei vielen Männern so, gerade bei Männern so, ist aber auch ein Teil bei Frauen, du versuchst natürlich auch gut zu sein. Du versuchst an seine Leistung anzuschließen. Und somit hast du ein Vorbild und somit forcierst du deine Leistung und versuchst ein Stück besser zu werden. Für den Guten, für deinen Trainingspartner ist es schlecht, weil der orientiert sich nach unten. Der hat vielleicht gar keinen so einen Ehrgeiz, weil du machst ihm ja keine Vorgabe. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich einen Trainingspartner habe, sollte er ein bisschen besser sein wie ich und er sollte nicht mein bester Freund sein. Warum? Wenn es ein bester Freund ist, wird zu viel gequatscht. Ich sehe das im Studio. Da gibt es manche, die machen 1,5 Stunden, 90 Minuten Training und davon wird aber gute 50% bla bla bla, sogar zum Teil während des Satzes, wenn der andere trainiert, labert der andere. Das funktioniert gar nicht. Sondern im Training, nochmal vielleicht zurückspulen, stopp. Das, was ich hier erzähle, ist für Menschen, die jetzt nicht nur ins Fitnessstudio gehen, für eine reine Freizeitgestaltung ohne jeglichen Anspruch an die Trainingsleistung. Das ist was anderes. Ihr braucht euch nicht angesprochen fühlen, ihr braucht nicht mit Steinen nach mir schmeißen. Ihr dürft gerne so weitermachen. So, ich spreche Personen an, die natürlich ins Fitnessstudio gehen und sagen, ich möchte was erreichen. Ich möchte leistungsorientiert trainieren. Für die ist genau diese Ansage, was jetzt kommt. Nutzt einen Trainingspartner, der besser ist wie ihr und achtet darauf, dass ihr nicht zu gut befreundet seid. Weil dann bringt ihr viel mehr Leistung. Dann kommt dazu, ein Trainingspartner, der ist dafür da, um abzusichern. Nicht um die letzten 2, 3 Wiederholungen, die du selbst gar nicht mehr kannst, zu Ende zu bringen. No-Go, absolutes No-Go. Der ist rein zur Absicherung da, der guckt, der spottet dich natürlich auch und sagt, komm, drück noch eine und mach weiter, 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 komm, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Und da ist er dafür da und nur vielleicht in der letzten Wiederholung, wenn die vielleicht nicht mehr ganz sicher ist oder du kippst weg, du kackst ab, dann greift er zu, zur Sicherheit. Mehr macht er nicht. Ich sehe in Fitnessstudios, da sind die Hände ab der ersten Wiederholung direkt an der Stange. Und 1, 2, 3 und 4. So einen Trainingspartner brauche ich nicht. Das kann ich mir sparen. Sondern ich brauche einen Trainingspartner, der sehr wachsam ist, der genau guckt, was ich mache und dann eingreift, wenn es nicht mehr geht und dir hilft, dass du dich nicht verletzt. Das ist ein Trainingspartner. Alles andere hat mit Trainingspartner relativ wenig zu tun. So, nochmal Fazit. Trainingspartner sollte, wenn möglich, besser sein als du. Dazu nicht der beste Freund, dass er nicht zu viel miteinander redet und euch zu gut versteht. Und der Trainingspartner ist dafür da, dich abzusichern und sonst gar nichts. Und dich zu spotten, dich anzufeuern. Ja, ein Trainingspartner, der das von der Körpersprache und von der Stimme gut kann, dich anzufordern, der holt aus dir tatsächlich noch eine saubere Wiederholung raus. Und genau diese Wiederholung kann sein, dass dies der Reiz ist, der dich ein Stückchen weiterbringt. So einfach war es das schon. Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, heute zum Thema: Wenn Trainingspartner, dann bitte nicht den besten Freund und bitte, der sollte besser sein wie du. Macht's gut, bis bald.